wichtig, dass wir die Beeinträchtigung für die Bevölkerung so gering wie möglich halten. Allerdings brauchen wir eine gewisse polizeiliche Präsenz und eine Aufstellung in der Stadt, weil wir ansonsten eine solche Veranstaltung nicht sicher durchführen können. Uns ist, wie gesagt, wichtig, dass sowohl der Gipfel selber als auch das zivilgesellschaftliche Programm hier in vollem Umfang sicher durchgeführt werden können. Wir hatten noch nie bei einem vergleichbaren Gipfel ein so intensives Programm, auch an zivilgesellschaftlicher Aktion, an Versammlungen, an Vorkonferenzen, Konferenzen, Initiativen, Protesten, jetzt der Alternativgipfel, das Civil Citizens Festival. Wir haben bisher schon knapp 20 Versammlungen, die seit 11.06. hinter uns liegen. Wir haben noch gut 30 Versammlungen vor uns. Noch nie ist die Gipfelkonferenz selber und der auch ja kritische demokratische Diskurs so unmittelbar aufeinander getroffen wie in Hamburg. Das soll auch genauso sein. Das wollen wir so. Das funktioniert aber in einer Großstadt auch nur, wenn wir ein paar Regeln haben. Und die führen mitunter zu Konflikten. Der allergrößte Teil dessen, was wir an Aktionen, an Initiativen, an Protest in der Stadt haben, ist friedlich. Und ich würde mir wünschen, dass auch dieser allergrößte Teil auch des Protestes auch eine ausreichende Aufmerksamkeit bekommt. Da sind viele, viele tausend Menschen, die sich sehr, sehr intensiv auch im Vorlauf auf den Gipfel vorbereitet haben, die inhaltliche Positionen formuliert haben zu den Themen, um die es auf diesem Gipfel geht und die das jetzt hier auf die Straße bringen. Zum Teil konzentriert sich die Wahrnehmung dann, auch die mediale Wahrnehmung, sehr auf die konflikthaften Teile. Zu den Konflikten gehört auch das Thema Camp. Ich kann völlig verstehen, dass viele sich wünschen, hier friedlich campen zu können. Es ist nur eben so, dass die konkreten Camps, mit denen wir es zu tun haben, und wir können uns die Anmelder und Organisatoren nicht aussuchen, sondern wir müssen mit denen umgehen, die es gibt. Und diese Camps sind eben nicht oder wären eben nicht friedlich angelegt gewesen. Ich kann das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren zu dem Camp, um das es in den letzten Tagen ja hauptsächlich ging. Das Camp, das zunächst im Stadtpark stattfinden sollte und dann auf Entenwerder als Standort verlegt wurde oder nach Entenwerder verlegt wurde. Wir haben dazu heute nochmal einen konkretisierten Erkenntnisstand auch des Landesamtes für Verfassungsschutz zusammengestellt. Die Initiatoren des antikapitalistischen Camps sind nach Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz, LFV, eindeutig dem gewaltbereiten autonomen Spektrum zuzurechnen. Der Anmelder selbst ist selbst der linksextremistischen Szene um das autonome Zentrum Rote Flora zuzurechnen. Tatsächlicher Hauptorganisator des Camps ist nach Erkenntnissen des LFV der als Sprecher der Roten Flora immer wieder auftretende autonome Andreas Blechschmidt. Das beabsichtigte Camp ist als Dreh- und Angelpunkt für die Logistik, in Klammern Versorgung, Übernachtung, kaum entbehrlich. Von mindestens gleich hoher Bedeutung ist dabei dessen Funktion für die Vernetzung untereinander und für die Koordination der geplanten Aktionen. Darüber hinaus hat ein Camp auch eine Mobilisierungswirkung auf diejenigen, die bundesweit und international der linksextremistischen Szene, die hinsichtlich einer Fahrt nach Hamburg noch zögern. Das heißt, wir beobachten auch eine verzögerte und verringerte Anreise von extremistischen Gruppen aus dem übrigen Bundesgebiet und auch aus dem Rest Europas, da es eben dieses Camp noch nicht gibt. Christian Jung, Metropolico. Sie sagten ja, dass teilweise aus dem Umfeld der Roten Flora Extremismus zu erwarten ist, beziehungsweise extremistische Organisationen. Ist es dann nicht ein Widerspruch der Politik der Stadt, die Rote Flora in ihrem Erhalt geschützt zu haben und jetzt den Extremismus hinnehmen zu müssen? Naja, das ist eine ganz alte Diskussion, die wir in der Stadt haben. Wir haben eine extremistische Szene in der Stadt, eine auch gewaltbereite extremistische Szene, die sich im Wesentlichen in drei Gruppen unterteilt. Und das wäre unabhängig jetzt von irgendwelchen Gebäuden, ist das so. Das eine ist die autonome Szene, das andere ist die interventionistische Linke und das dritte ist der Rote Aufbau Hamburg, die alle jeweils in ihrem Spektrum und mit ihrem
ja, mit ihrer Anhängerschaft hier mobilisieren und hier auch aktiv sind. Also wäre die Polizeiarbeit nicht leichter ohne die Rote Flora als Infrastruktur für die linke Szene? Kann ich jetzt hier so, jedenfalls für die aktuelle Lage, nicht, würde ich jetzt so nicht sagen.